So, liebe Leute, alles auf Anfang. Ich bin wieder mit der GoPro 4 unterwegs, weil bei der GoPro 5 habe ich jetzt schon bei jedem Tag drei, vier Aufnahmen, die ohne Ton sind, weil irgendwas scheint mit dem Stecker, mit der Steckverbindung doch nicht einwandfrei zu funktionieren. Oder man muss sie jedes Mal, bevor man auf Aufnahme drückt, kontrollieren oder neu einstecken, ob sie auch wirklich gut sitzen. Da ist mir das Risiko zu groß, dass ich zu viel Aufnahmen wegschmeiße. Deswegen wieder mit der GoPro 4. So, heute. Was steht an heute? Na, wir müssen erst ins Krankenhaus. Also erstmal bringe ich meine Tochter zur Schule jetzt. Danach müssen wir ins Krankenhaus zum Auswertungsgespräch. Das hören wir uns mal an, hört die Chefs sagen. Super begabt, chronisch unterfordert. Dass wir die stupidesten Eltern der Erde sind, natürlich. Das steht ja Na fest. ja, das ist ja wohl keine Frage. Ja, das ist ja selbstverständlich. Wir haben einfach nur, wir gaben eine Geburt. Wir gaben ein Leben. Wobei in meinem Krankenhausbericht drin steht, den ich schon habe, Mutter ist ja auch nicht so doof. fordernde, also gut fördernde Familiensituation oder irgendwie sowas. Also dass das Kind nicht unterentwickelt ist, weil wir halt es verwahrlosen. Ja, haben wir gut getarnt? Wir gucken mal, wir werden ja sehen gleich, was Nichts los tut ist. Ähnliches. So, das erstmal für heute, zum Morgen, für die Begrüßung, war ja schon genug, sind ja schon fast 3 Minuten um. So, los geht's. Ich kann jetzt zweier auf euch noch nicht. So, jetzt fahre ich zum Krankenhaus und bin gespannt, was die da sagen, was die uns sagen werden. Mein Frühstück heute, eine Bocker von der Tankstelle. Dann sind wir da und ich bin viel zu früh. Es ist 8.13 Uhr. Termin haben wir um 9. 4,50 Euro. 4 Euro, egal. Was hast du da gemacht? Wie, was hab ich da gemacht? Du wolltest dich übernachten? Ja, sag mal, jetzt hör mal auf. 4,50 Euro Parkgebühr. Ich hab schon gedacht, jetzt bis der Weg von hier bis zum Automaten muss bestimmt noch mal 10 Cent mehr einschmeißen. Hab ich auch schon gedacht. Ausfahrt frei, ja, von wegen. 4,50 Euro. Da lachst du. Kennst du nicht Bürgner King? Wollen wir zum Bürgner King fahren? Bürger King! Also ich würde jetzt gerne irgendwann mal auch arbeiten. Ich frage dich ja, ob wir also ähnlich. Eigentlich nein. Ach. Weil ich habe nicht mehr frei. Hm. So, wir gehen jetzt. Die Wohnung heizen. Für Nachbarn. Für uns nicht, weil wir sind ja nicht in der Wohnung. Aber er meinte, es ist so kalt in seiner Wohnung, weil ich meine Wohnung nicht heize. Nebenan. Diese Einraumwohnung, das Büro. Ja, mach ich das jetzt? Heiz ich die mal kurz? Gut, haben wir geheizt. Jetzt geht's los. Bitte? Ja, du? Wie ist es? Kalt. Du bist aber auch eingepackt, meine Güte. Ja, ich renne ja auch die ganze Zeit draußen rum. Soll ich dir ein bisschen Brennholz schneiden? Kannst du dir gerne was holen? Mach ich dir so eine kleine Stücke. Ja. Mit Brot, soll ich sagen? Wie du willst. Das ist beide Scheiße. Ich weiß, ja, ist immer alles Scheiße. Ich kann mir keinen Luxus leisten. Hier. Fakt ist Schlauchblatt. Das ist ja nichts Schlimmes. Also kann man dich mit Brennholz oder? Ja, gerne, sehr gerne. Also super gerne. Weil, wie gesagt, kann ich immer hier brauchen. Und wenn es dann im Winter wieder ist oder so, im Sommer ist mir scheißegal, kannst du ja eine bringen. Wenn es voll ist da hinten, dann ist halt Stopp. Aber ansonsten, ich.
fleißig. Du musst den Mastercut machen oder so. Aber du darfst gerne sehen üben, natürlich deine Königsschnitte üben und so. Warte, ich muss noch einen Anritz machen, damit ich das spannend sehen kann. Ey komm, ich habe das jetzt 6 Jahre in Trost lang und ich freue mich, dass ich das. Du musst mir keinen Mastercut da machen, mein Körper. Nein, nicht voll. Ja, dann muss es aber auf allen Seiten stimmig sein jetzt, mit Winkel und allem. Ohne anzureißen. Ja, sicher! 6 Jahre! Es ist so kalt, es kommt nicht mal hier das Öl raus. Ja, das Öl, das Olivenöl auf dem Markt, sah auch alles aus wie so Milchflaschen. Ja. Weißt du, wenn das so quirlt. Moin! Was halt? Schwer am Film? Hä? Schwer am Film? Schwer am Film, ja. Sag hallo zu den Fans. Nur wenn die Scheinwerfer an sind, habe ich hier einen Grad. Tommy, schließ die Tür auf, actionreich, Alter. Du bist die beste Kamerafrau ever. Schlüssel, Schloss, schließ. Du genderst ja sogar, wow. Hä? Du genderst ja sogar. Gender? Bitte Füße reinigen. Ey, Gender, was ist denn bitte? Ach, vergiss es, Tommy. Ich bin ja Genderman. Ja, hier ist Lager, hä? Arbeitsraum. Hast du noch einen gesehen so? Nein, ich kenne das nur, als du hier den Stuck freigelegt hast. Ach so, was ist denn hier? Das ist mein Arbeitszimmer. Eigentlich arbeite ich hier. Wo arbeitest du? Hier an dem Arbeitsplatz. Boah, das ist ja toll. Hier mit dem Gesicht an der Kante. Da arbeite ich eigentlich. Schön. Mann, das ist doch falsch rum hier. Irre. Sowas kann ich auch. Marketerie? Ja. Na, nicht schlecht. Na, dann mach mal. Na, die Tür hört nicht ran hier. Ja, ja. Das ist ja ein Barock-Ding. Und das ist ja hier. Naja, gut, das ist auch älter als Gründerzeit, aber. Kein Barock. Ne? Das ist ein Leder, wahrscheinlich ein Lederbeschlag drauf gewesen. Also. Schön. Das ist mein heutiger Arbeitsplatz. Und was machst du hier mit dem Zeug? Verkaufst du das oder das guckst ist mein, das war mein Wohnzimmer eigentlich. Das war ja das, was drüben in meinem Wohnzimmer war. Ich weiß ja nicht, ob das war ja nochmals mal, ob du mal drüben ich warst. Ich habe einmal dein Wohnzimmer gesehen. Ja, und da stand genau das Zeug drüben bei mir. Und nur, weil das Wohnzimmer drüben ist tatsächlich 50 cm breiter und 50 cm, 60 cm länger. Dadurch verteilt sich das hier nicht ganz so gut. Okay, und was ist jetzt drüben im Wohnzimmer? Da ist doch ein Huxzimmer. Ah. Alles für die Kleine. Stimmt. Ja, die freut sich natürlich. Jetzt knall ich den richtig voll. Und dann lasse ich den heizen. Kann ja auch nicht jede Stunde hier kommen. So lustig, weil so wie du aussiehst, siehst du nicht aus, als würdest du dich mit solchen Möbeln einrichten. Ja, aber das mache ich tatsächlich, habe ich das schon seit ewig. Sagen wir mal so. Ich bin leider dazu ist mit 11 Jahren gekommen. Oder eigentlich schon davor eigentlich. Ja, weil ich bin immer in Museen gegangen mit meinem Ziehvater und mit meiner Mutter. Sind wir oft in Museen gewesen. Und da fand ich schon die Sachen toll. So ein Museum. Das ist die Küche. Gibt's das ist noch die Küche. Freistehendes Klo, ganz modern. Ne, das ist so Art. Installation nennt man sowas. Installation. Maschallah. Ja, schön. Was ist hier? So. Ja, das kommt jetzt dann demnächst an, wenn auch wieder Geld da ist, muss man auch dazu sagen. Ging ja schnell. Und deswegen als Bestechung eine Zimtschnecke von Mona. Mhm. Da, Zimtschnecke, auch genannt. Wollt ihr eine leckere Zimtschnecke? Ich esse die auch. Was kostet die? 2,50 Euro. 2,50 Euro? Sind die teurer geworden? So, und jetzt? Zimtschnecke. Zimtkäse. Zimtkäse. Oh, Mona erklärt Käse. Hier, Bergkäse. Dann vielleicht vertue ich mich auch. Aber dann musst du kurz abwarten, weil sonst kannst du die Geschmäcker nicht auch. Dicker Zimtschnecke zum Zimtschnecke zum Neutralisieren. Als Neutralat. Aber ist ja sehr kräftig, dieser Via Mala. Das ist mein Liebling, den hole ich jedes Mal. Ja, oh, Mensch. Gibt es hier auf dem Markt um die Ecke bei dem tollen Käsestand
Kippenberg oder irgendwie. Da steht doch Verpackung. Nee, da stehen nur alle Kettennamen, die es gibt. Ist lustig, ne? Ah, doch, da. Kniepenberg. Aber sind Ziegengaude, Allgäuer, Hochalbkäse, Blue Silton, Schachmel. Ich nehme so einen Hamdala-Käse. Nein, Hamdala ist das nicht. Dann habe ich noch ein Morbier. Klassischer französischer Käse. Der Morbier ist immer sehr gut daran zu erkennen, an der Schimmelspur durch die Mitte. Das war für Malit. Eher ein Weichkäse. Der schimmelt in der Mitte. Aber der ist sehr kräftig, ne? Ne, ich finde den nämlich nicht so kräftig. Der ist relativ mild. Stimmt. Ja. Aber mag ich. Oh. Richtig Franzosentreffen hier. Ja, und dann habe ich hier noch. Was ist das denn? Ein Ziegenkäse. No. Ein ich schmeiß dahin Ziegenkäse. Ist ja furchtbar. So, bei den Temperaturen? Du musst so, hast du saubere Finger? Nö. Ja, dann darfst du nicht. Nee. Hier, das darfst du probieren. Das ist ja Ziegenrand. Oh, das ist auch was für mich. Ich liebe sowas. Ist das anders? Naja, warte. Der ist sehr, sehr russisch. Das eine ist von der Kuh, das andere von die Zieg. Die Zicke. Ja, boah, aber anders. Wie findet ihr den Lappensattel? Naja, weil sie den kaputt geritten hat. Total angeschissen. Ja, warum machst du den so kaputt? Naja, wenn man 24 Kilometer am Tag fährt, tagtäglich, ne, dann passiert halt sowas. Lappensattel. Ja, aber ist ein schöner Sattel. Ja, schöner Lappensattel. Schöner Lappensattel, der kleidet dich. Und wie sieht es bei dir so aus? Lappensattel. Oh, ist das kalt, Kinders. Was ist denn los? Oh. Mir Luft der Zinken. Oben ist hier heizt, hier unten ist kalt. Jetzt muss ich gleich einen Zug tauschen. Oh, ich gehe noch mal kurz hochgucken, wie weit das Feuer ist. Nimm noch ein paar Stück Holz mit. Bin gleich wieder da. Na Mensch, da oben ist schön muckelig warm. Während ich hier unten total friere. Der Schaltzug. Nexus Shimano Nexus Schaltzug. 8-Gang. Muss ausgetauscht werden. Ja, der guten Frau haben sie erzählt, in einem anderen Fahrradladen. Um dieses Rad wieder fit zu kriegen, sollte man 300 bis 400 Euro in die Hand nehmen. Ehrlich gesagt, ist das seit langem eines der Räder, die sich in einem sehr hervorragenden Zustand befinden noch. Also der Schaltzug ist ein bisschen eingefroren, ne? Also da ist ein bisschen Wasserfeuchtigkeit reingekommen. Den tausche ich jetzt aus, aber das andere, die sollten demnächst mal getauscht werden, also heißt, am Ende des Sommers sollten die Felgenringe mal getauscht werden, vorne das Laufrad. Komplett, weil einfach Kosten nutzen. Ja, ist halt günstiger, ein komplettes Laufrad drin zu bauen, als nur die Felge zu tauschen. Und oh, das war's. Also wenn die Schaltung jetzt kaputt sein sollte, dann haben sie recht. Ansonsten, leider nein, muss ich sagen. Ansonsten sind es vielleicht ungefähr 160 Euro, die man investieren muss in den Rad. Das ist doch schon mal ein großer Unterschied. 160 Euro, ja, jemanden aufzurufen oder eben 300 bis 400 Euro. Ey, wie kommt ihr denn auf so einen Preis? Was habt ihr denn da gesehen? Also soll alles komplett neu gemacht werden oder was? So wie sie zu mir gemeint haben, sollte nur, wenn etwas kaputt ist. Aber ey. Keine Ahnung, wissen wir. Ich sehe jetzt nicht solche Schäden hier an dem Rad. Ganz ehrlich. Was ist mit dir? Wolf, ja. Ja. Wölfchen. Ja, ich hab gedacht, jetzt gehst du mal ticken. Ja. Nee. Bei mir gibt's nicht Neues. Nee. Außer morgen. Hüster.
Morgen ist Essen hier. Ja. Ja, wenn du willst, kannst du rumkommen. Ah, hier im Keller, da wird geheizt dann auch. Müssen wir sehen. Aber muss ich nachher noch mit Dennis besprechen, wie neu ich das mache. Wann gibt es denn überhaupt schöne Veganer? Ja, weiß ich nicht, muss man Dennis fragen. Dennis wollte vorbeikommen. So um 2. 2, ist das schon 3. Ja, siehst du? Schon 3. Hat er verpasst wohl. Da müssen wir Wecken wohl nochmal anrufen müssen. Nee, das ist schon mal. Wolfgang, das ist nicht ja, gut. Ja, gerade der letzte auch dran mit Alex ein bisschen Eier gehabt, da vorige Woche. Mit was? Mit Alex. Ärger? Wieso? Na ja, aber das ist Eier. Der macht doch keinen Ärger. Ach, mit dir. Du, ich hab, er hat mir mal was, er hat was versprochen. Was ich meine? So. Jetzt wieder los. Er hat selbst gesagt, ich hab nicht gesagt. Ja. Ich hab gefragt, kannst du mal? Ja, kannst du. Ja, er macht es. So. Ach, ich hab das schon mit deutscher Bus mal was schöner. Ich hab gesagt, das geht um 800 Euro. Um Geld. Okay. So. Ich wollte ja nur, dass ich schreiben kann. Leute, mir muss eine Adresse umschreiben. Absender und alles so, dass ich das zur Post bringen kann, wa? Ja. Ja, Kinder, okay, er muss Buß für ihn, dann muss er wieder ein bisschen den einholen. Der hat sich doch den Bein gebrochen da drüben. Der Mike da. So. Einholen gehen und dann bleibt. Ja, ja. Dann soll ich mit dem Ding so gut platzieren und Sonntagabend kommt der Hammer. Da hast du was, bla, fängt er an. Ich sage, wie es dort sagt, man wirst doch mal 5 Minuten für mich mal Zeit haben. Oh, wow. Ja, dann muss er in der Couch schlafen und alles so, was ich dann nachher mache. Doch. Es ist doch bei euch immer das Gleiche. Ja. Was? Und ich habe dir schon tausendmal gesagt. Ich weiß nicht, ich habe ja nicht gesagt, wo es war. Er fragt immer, wollen wir was machen? Er sagt ja selber, ich sage, machen wir mal was. Ja, aber mach doch was. Ja, er will ja auch mal machen, aber dann. Wenn er merkt, ach, die Sonne scheint, dann ist er auf der Flucht. Er war fast eine halbe Woche nicht arbeiten. Ja. Ja, wisst ihr, was ich meine? Er hat dann von zu Hause gearbeitet, dann war er Fußball. So um 6, 3, 7 Uhr zu Hause, und seine Frau kommt, dann ist er dann noch jemand, damit die Wiese. Hat los. Nicht so viel riecht. Ja, nein, ist doch so. Aber ich krieg mal, ja, das ist der, wo ich gesagt habe. Aber naja, gut. Ja, aber so ist er doch. Ich meine, was willst du denn von ihm? Du kannst ihn nicht verändern. Ich wüsste. Der bleibt so. Den kriegst du nicht anders. Alex ist Alex. Und dann, den Monat, wenn er krank ist, wenn er bei 7, 8 Grad minus oder 10, 15 Grad minus, wird der Buchspiel, ja? Ist er krank jetzt? Nein, ich wüsste, keine Ahnung. Ich hab mir am Montag schon gesehen, wie sie Peter losgegangen sind. Ja. Gerüchte. Ha? Das sind ja Gerüchte. Keine Ahnung, aber ich nehme an, ist er krank oder ruft sie an, ich bin ja krank. Hör auf, ihr beide seid wie Vater und Sohn, ey. Wirklich, ihr beide seid wie Vater und Sohn, ey. Wirklich. Ich sage dazu ja nicht. Ich sage ja nicht, wer das tut. Unglaublich, ja. Unglaublich. Moin, die Damen. Moin. Ja. Ich glaube, die Ehre von den Tischler hat wieder gesehen. Ja, die ist gerade hier gewesen. Ja? Ja. Ja, das ging ja so. Weil er mal gesagt hat zu mir, Alex, du wolltest vor der Tür auch mit den Banken machen, weißt du, wo das Fahrrad da steht. Wa? Ja. Ja, machen wir. Ich sage, da wandern, machen wir. Ach, immer, machen wir. So. Ich sage, ich bin da jetzt, kannst du machen abends. Das wird aber nicht so eine Zeit haben. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Was passiert? Und was passiert nicht? Ja, nicht. Sag ich doch, ja, nicht. Na ja, das ist doch egal. Das ist so. Ich sag ja, mir geht's, wenn die Sonne nachher wieder etwas wärmer wird und dann bin ich auf der Flucht wieder. Ist ja ein bisschen zu kalt. Ja, ist wirklich kalt. Der Kiez. Das soll ja ab Montag wieder etwas wärmer werden, also nicht mehr so ganz so kalt. Die wollen, die haben vielleicht im Ansatz alle guten Gedanken, die wollen dir helfen. Das ist ja eben. Das macht, ich meine, entweder, das ist ja so. Wenn einer mir helfen will, ist es ja, sehe ich alles ein. Weil ich meine, sieg auch macht ja Spaß. Ja. Das ist ja nett. Aber, ist ja auch nett. Ja, logisch. Aber dann soll einer doch ehrlich sein. Und dann sagt zu mir, naja, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, oder das ist zu schwer für mich, so aus Feierabend, oder? Leg, das ist auch den Tanzflug schick. Ja.
aber wenn ich die Pfeife halte und der richtige Tag wohl sein Büro weg und dann wird auch noch sehr, sehr doof. Ja. Ja. Aber doof, ja, hält sich keiner hier. Ne? Was? Für doof hält sich keiner. Ist doch ein Wolfgang. Ah ja. Du bist doch ein Wolfgang. Polizei überall heute, ne? Was ist denn da los, Wolfgang? Was ist da los? Keine Ahnung, ich hab das schon vorhin ja nicht zum Einkaufen mal kurz. Überall, wa? Ja, die Feuerwehr, zum konnten die jetzt eben mal. Mal richtig Einsatz machen, die überall. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die räumen das Viertel auf, haben sie geschrieben. Die räumen das Viertel auf. Ja, ich weiß ja nicht, BSR ist was anderes. Ja, nicht so wie die BSR quasi, sondern. Ja. Da hast du den Polizeipräsidenten rausgeschmissen haben. Hä? Haben ja. Sie? Ja, klar. Hast du ihn mitgekriegt? Nö. Ja, klar. Kriegt doch nicht mit. Der Geisel hat doch den Kant rausgeschmissen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne ihn ja. Anfang der Woche, wo hatten wir Urlaub erstmal. Und die Kopfer, sie haben gesagt, gestern ist Oberstaatsfang, weil ich da war. Ich war da erstmal neben dem Polizeipräsidenten, war noch die neben ihm da, ja. Auf der Führung da oder was, wie es ich. Ja. Naja, und jetzt haben sie den. Also die haben, weil sie alle durch den Amt da, ja, hat er kein Vertrauen mehr überall, wegen seiner Polizei, wo die Schießstände alle, was ist mit der Macht wird und sowas alle. Naja, dann ist der weg. Und nur zum Beispiel, das ist April. Hä? Ja. Verstehe ich nicht. Ja. Das ist ja ein Ding. Ja. Der war aber schon 5 Jahre da drin, hat er damals hier, der Henkel hat den als Polizeipräsidentin gemacht, wa? Und was war mit dem? Ja, weil der Geisel kein Vertrauen mehr zu dem hat. Wieso, was ist denn mit dem? Und den Henkel, immer wer? Na, was, wieso hat er denn kein Vertrauen? Der Polizeipräsident? Ja. Ja, der hat, wie die Schießstände machen. Was ist denn mit den Schießständen? Die Schießstände bei der Polizei. Ja. Ja, die sind nicht alle. Sicher, die sind nicht sicher, Betäubung, wie sagt man so schön, naja, die sind mir ausdrücklich alle in Ordnung, wie sie das haben wollen, die okay. Ausrüstung ist nicht da, warte da. Und okay. die Leute fühlen so wenig ein, so wenig Leute. Ja, einer muss ja schuld sein dann noch. Ja, Leute, irgendwann klappt das mal. Weil sie geht ja über ein Jahr, wo sie das mit den Amrissen ist. War ja der Untersuchungsausschuss, den hätten sie ja nicht erst von Westdeutschland drüber lassen müssen. Was hat er denn mit Amis zu tun? Naja, durch den Brettwerkplatz. Weil sie den alle auf den, jeder hat auf die, um die Kante rumgehacken, auf Deutsche gesagt, weil der nicht wissen, was denn wieder funktioniert, hat er angeblich da. Und der ist aus Nordrhein-Westfalen hier rübergekommen, der Ami da, der aus der Tunesier da. Und nun aus. Das sind ja alles fremde Sachen für mich. Ja, logo, das ist doch klar, das ist klar. Ich höre nur ab und zu mal die Nachrichten. Ja, ich nicht? Ja, das ist klar. Das sechs und eben mal und das vierte Mal schalte ich den ab. Ja, klar. Ja. Und das ist alles Wiederholung, sind, wa? Ja. Das ist ein Ding, du. Ja, klar, ist, ja. Haben Sie doch toll. Und dann haben vor einer Woche oder auch ich war das da wieder gewesen, da haben sie abends um 23 Uhr hier auf der Straße wieder eineinhalb durchgeschlagen. Was, schon wieder? Jo. Ja. Oh, was ist denn hier los? Ich krieg ja nicht mit. Jo. Da muss ja Wolfgang erst kommen. Jo. Das haben sie unter dem Fernsehen in der Nachricht gemacht, der Abendshow. So. Und am Montag, Montag bin ich nach dem Hammerplatz gefahren. Und vom Mittag, da war für den Sheriff da, 3 Mann mit dem Hund drin, ich rufe mir nach Hause. Sheriff. Und da sagte ich, sagte er, hier ist ja was los, sagt er. Ich sage, ja, sagt er. Vom Moritzplatz, sagt er, bis Hammerplatz, sagt er, nur Chaoten, Rauschgift, Schlägerei. Ja, das ist so, ja. Jetzt haben sie wieder gesagt, der Taschendiebstahl, Rob ist zurückgekehrt. Ja. Na, irgendwas müssen sie ja schreiben. Einbrüche, können Einbrüche zurückgehen. Ja. Ich bin kein Hasser von. Wolfgang, mach keine Dinger? Ja, das sehe ich jetzt. Na, weiß ich nicht, was machst du denn? Krampf oder? Wolfgang, keine Dinger machen. Hallo, ich gehe jetzt mal los, ja? Was ist denn los mit mir? Ja,
Na, will ich nicht. Wollen wir mal los. Windig oder was? Rieder. Kennst du überhaupt? Pass auf, der steht auf Rädern hier. Also, ich... Na, jetzt? Na, mach den Dinger hier. Kipp nicht um. Du bist schwer. Krieg dich ja gar nicht rein, wenn du jetzt hier umschlägst. Das ist gut. Das ist schwarz vor oben. Wieso? Ich bin Tommy, ich bin weiß. Ja. Bin gar nicht passiert. Ja, Sätzchen. Mensch, Wolfgang, Sie hören das rote, das rote Samtkissen hier. Real. Wie ist egal? Was soll das heißen, ist egal. Das ist Luxus pur. Und du hier kriegst. Jetzt hier rauf da. Jetzt hier rechts hier rauf da. Nicht hier in der Backe. Oh. Wolfgang, ich hab kein Telefon, ja? Ich kann keinen Arzt anrufen hier. Nee, ich hab doch. Ich hab doch. Aber wie? Gut. Alles klar, dann bist du gleich. War ehrlich, hier hoch ein Telefon vielleicht. Ja, aber ich wollte noch vier Kerzen hoch. Oh. Ja, wenn nicht, hier sind ja genug Leute. Entweder weil der Blutdruck zu hoch ist oder auch wie was? Blutdruck zu hoch? Mal ist Blutdruck zu hoch. Was? Blutdruck zu hoch, kippst du denn um oder was? Nein, doch. Hast du ja Medikamente nicht genommen, oder? Ich hab ja heute schon wieder. Naja, dann machen wir keine Dinge. Bis dann, ciao, ciao. Wolfgang, nur mal sagen, nicht am ersten Tag in 2018 kannst du auch nicht umkippen. Am zweiten Tag, ja, was soll denn bitte? Wolfgang. Das ist eh, was ich Angst habe, oder wie mal. Ja, musst du ja auch mal rausziehen. Du kannst ja den ganzen Tag in der Bude klucken. Was willst du denn machen da? Bist du aber bekloppt da drinnen. Und wenn du da drin umkippst, dann fängt dich keiner auf. Und knallst du hin und das Wort. Ja, das geht natürlich auch nicht. Wolfgang, mach keine Dinger, sag ich dir. Mach keine Dinger. Das geht so nicht. Kannst nicht hier einfach umkippen, Alter. Das geht nicht. Kann man nicht machen. Na, was war ein Krampf oder was war? Ich weiß nicht. Wenn du Ohr gesagt hast, weißt du ja nicht, was los war. Hast du einen Krampf gekriegt? Ich hab gedacht, du hast einen Krampf gekriegt. Ich war auch wie weg. Wisst ihr, ich bin ja schon. Oh, sagst du vorher schon, Aua, Mann. Sagst du ja immer vorher schon. Wisst ihr, das wäre schon mal passiert, wisst ihr, ja. Altes Haus. Auf dem ersten Tag machst du gleich so eine Welle hier, so ein Otto. Wolfgang, ich kann ja Team. Nee, alles. Ja, ist das zu heiß, wa? Nee, gib dir einen Tee, warte mal. Wein ja nicht rum jetzt, hör auf, ey. Ich will. Was willst du denn machen jetzt? Warum heulst du denn? Da musst du nicht heulen. Sag mal, jetzt reiß dich zusammen, ich bin doch da. Aber. Ist doch immer jemand da bei dir. Du sagst immer, du bist allein, du bist ja nicht allein. Du hast so viele Kumpels und Freunde und alle. Auch wenn der Alex mal ein bisschen unzuverlässig ist. So. Aber das ist er ja bei uns auch. Ja, der hat damit nichts zu tun. Da musst du ja nicht traurig sein. Alex hat ja am Donnerstag Geburtstag. Na, siehst du, da musst du ihm noch eine Freude machen. Da kannst du ja jetzt hier nicht hier. Kannst du ja jetzt nicht einfach so umkippen oder so. Da kriegt er ja sein Geschenk gar nicht von dir dann auf einmal, wenn du dann im Krankenhaus bist. Ich hab ja nicht. Na, ich meine doch nur so. Also viel oder wenig? Na, gib mir mal hier. Guck mal, hier kannst du die Hände gleich mit dran wärmen. So ein bisschen warm ist es vielleicht noch. Die Flamme ist ziemlich weit weg, deswegen ist es nicht so gut. Ja, danke. Hat er was zu sagen? Wolfgang, mach keine Dinger, trink und werd gesund. Das geht ja nicht. Kipp da hier um, das geht nicht. Will ich in meiner Sendung hier nicht haben. Wolfgang. Ach Mensch. Nur mal in der Hand, Thomas. Ja, warten. Bring doch mal nach Hause, erzählt dir das auf den Stück. Ja. Ja, Mann, was war denn das? Hast ja Wolfgang hier umgeschlagen im Laden fast. Oh mein Gott, ey. Klappt der hier zusammen, um Gottes Willen. Ah, das wäre ja was. Nee, das will ich nur nicht. Der arme Kerl, ey.
Ja, so ist es, wenn du alt bist, alleine, alt wirst und alleine bist, dann ist vorbei. Ist ja fast schade. Die verheizen wir mal nicht. Ist ja schade drum. Gutes Holz. So schönes Holz teilweise. Was ist denn dir los? Was ist denn das am frühen Morgen? Das ist gerade aufgestanden, oder? Nee, ich bin natürlich nicht gerade aufgestanden. Du sagst so frühen Morgen? Das ist doch, das ist doch immer früher Morgen. Mann. Sag mal, geht's noch? Heute Agro, Milch getrunken oder was? Sagen können, aber so ein Typ hinter mir gebrummelt hat, das war hier kein Fahrrad. Ja. Du hast ihn gleich mal zurecht gestutzt, jetzt haben wir einen Abonnenten weniger. Da war so ein Fan, der läuft hier täglich vorbei. Tag Dennis erstmal. Der Dennis ist nämlich gerade gekommen, wer es nicht gesehen hat. Der aggressive Dennis heute. Er muss gleich mal seine Aggression rauslassen am Trainingsgerät. You can find us on YouTube. A really cool shot. Die gute Frau hat mich erkannt. Aber deswegen ist sie nicht hergekommen, sondern die meinte nur, hast du nicht irgendwie mal ein Video auf YouTube gestellt? Hast ein Fahrrad zusammengebaut? Das sah am Ende richtig cool aus. Ich sage, na, kann sein. Ich weiß nicht, ich stelle ja viele Leute auf YouTube Videos ein. Aber nein, meinst du, oh, das war hier. Ja. Und ist zufällig in den Laden gekommen und denkt, kenn ich doch. Hau mal rein. Was macht denn der Dennis da überhaupt jetzt? Ich schließe da Schraube, die Dämpferfeder nach hinten, weil die auszuwechseln hinterher. Weil die zu dick ist. Weil du zu dünn bist, sozusagen. Im Moment schon, ja. Ja. Genau, wenn er dann wieder zugenommen hat, dann schraubt er wieder die dicke Dämpfer wieder. Hat ja die gleiche, hat ja auch 700. Ja, die passt nicht, die ist zu dick und das heißt, die passt nicht irgendwo durch. Nee. Ja, die passt nur in der mittelsten und letzten Stellung halt. Und in der ersten Stellung passt sie nicht, weil die Feder zu dick ist. Und wo passt sie denn dann nicht? Hoffe ich. Ja, aber du kriegst sie hier nicht zwischen. Hier. Und das passt nicht, dieser Abstand. Nein, kriegst du dieser Anschlag hier ist zu weit? Kriegst du nicht in die letzte, also in die erste Einstellung rein. Die Feder schlägt an. Nein, kriegst du nicht, genau. Also so ist das Einzel. Ah. Oben und unten, da funktioniert es. Ja, das ist natürlich doof. Ich meine, tauscht der eh nicht mal schnell beim Fahren jetzt um. Schnell so im Sprung schnell rausschrauben und die neue Rindschrauben. Ja, da kommen die sieben Müggelberge zu. Ja. Machen dann mal Pitstop, so Federwechsel, genau. So innerhalb von einer Zehntelsekunde im Sprung. Wenn du aufkommst, hast du auf einmal, bist du dem Boden näher. Verlässt sie es auch, weil sie Vollschutz. Die Schokolade hat. Oh, ist so ein Zwerg, ja. Jo! Hey, hallo Skadi! Na, alles aus, alles klar? Guck mal, wie sie sich freut. Hey. Die ist cool. Kann ich vielleicht auch morgen? Du kannst sie doch morgen abholen oder so. Weil ich glaube, heute geht's nicht so schnell. Ach, Entschuldigung. Du möchtest halt nicht mehr was? Nee. Ich würde es lieber am Montag abholen. Montag? Ist ja nochmal. Noch ein Morgen mehr. Yeah.
So, damit alle Teile da. Ich hab mir bestellt, hat genauso dick. Pass auf. Ja, das hast du auch vorher gemessen, denke ich. Natürlich, den Teig aus dem Grund bestellt. Nee, aber das hast du auch noch nochmal nachgemessen. Nicht, dass nicht. Nein? Um Himmels Willen. Nee. Glaub ich nicht. Ich mach keine Dinger. Ey, für 50 Euro kannst du einen Hollandrad haben. Fertig. Mit alle Funktionen. Ja, offensichtlich hängst du dran. Mhm, offensichtlich. Ja, ja, in der Mitte so. Ja. Nein, da. Dreht einfach um. Dreht einfach um? Soll man das nicht drehen? Hat mal gehört. Ist auch Müll. Tja, alle, wenn das so leicht ist, was soll das halten? Diese Leichtbauscheiße, das ist ja das. Das ist nicht gut. Ja. Was hat sie jetzt gesagt zum Licht? Kann nur eine Kleinigkeit sein? Ja, dann. Sollten wir das jetzt machen? War nicht so richtig, ging nicht daraus hervor. Gut, dass ich die Nummer hab. Schau! Moin! Tachchen. Kauft ihr auch Fahrräder an? Nur aus legalen Quellen? Ja, ich hab sogar einen Kaufvertrag dafür. Wie einen Kaufvertrag dafür? Ja, ich hab den. Wo du es gekauft hast? Wo ich es gekauft hab, ja. Aber ich hab's halt gebraucht gekauft. Hi. Ach, Taschen. Ja, Mensch. Na, arbeitest du hier, ja? Und kaufen wir ein Rad an? Will ich nicht. Nee, ich hab einen Kaufvertrag dafür. Also meins würde ich nicht verkaufen, da habe ich auch keinen Kaufvertrag für. Da bin ich mir sogar sicher, dass es geklaut ist. Ja, Kaufvertrag für. Aber, ja, nee, das ist ein offizieller staatlicher Kaufvertrag. bei uns. Ah, nee, stimmt nicht, bei uns. Ja, egal, auf jeden Fall. Ja. Tauchen sie alle auf hier. Die Telefon schlägt zurück. Ja, das tut mir ja leid, richtig. Aber vorher dachte ich mir so, jetzt habe ich mir hier für 50 Euro bekackte Fehler bestellt. Oder auch per Nachnamen bezahlt. Da zeigt es wieder von, ist aber auch nicht schlecht. Das ist doch total besteuert, die geht nie kaputt. Naja, in 1000 Jahren. Ist bestimmt aussehen. Aber warum machst du denn immer so? Ey, das kann doch mal nicht wahr sein. Jetzt haben wir das alt im Schweißer unseres Angesichts auseinandergenommen. Du hast die Feder noch erfolgreich den Dämpfer runtergeworfen gerade und zerstört. Bitte nicht drehen, auf wei. Und dann schmeißt er den hier runter. Und dann holt er genau die gleiche Feder nochmal. Aber Kadabra. Ja, das ist. Und Idea raus und Mickey Mouse. Kann doch nicht wahr sein. Das ist der Belastungstest. Der Ich belaste mich-Test. Von hier nach flach, von hoch nach flach. Ist ja klar. Klar wie Kloster, Frau Milchengeist. Oh, so, mal besser hier, ne? Oh my God, hey, what they do, these guys here? Push the button, Ponde Replay. Passiert ja nicht, weil du drückst auf dem Dings drauf. Muss natürlich an dem Kolben vorbei. Das wäre eine gute Sache. Das ist doch bloß ein Gummifropfen. Du bist so ein Gummifropfen. Das ist ein Gummifropfen. Ja, aber jetzt tut sich was. Siehst du, Einbau ist einfacher als Ausbau. Von wegen Gummifropfen. Na, das natürlich blockiert schon. Ja, aber wenn du da drauf drückst, dann blockiert der doch, Herrgott. Der Gummifropfen. Oder ein Gummifropfen auf einer Handelstange, dann wirst du merken, wie leicht das Gewicht sich bewegt. Quetsch dir doch zu. Gummifropf. Das ist aber falsch rum, Dennis. Ey, bau doch mal ordentlich. Dennis hat einen Fehler gemacht im Einbau. Und zwar hat er die Abstandshaltebuchsen, die Buchsen, hier hat er verkehrt rum eingesetzt. Der dicke Ende kommt natürlich zum Lager hin, damit das Lager abgedichtet ist. Das hat er falsch rum gemacht. Deswegen muss er jetzt nochmal ausbauen und nochmal andersrum wieder einbauen. Ich hab das schon erklärt. Das Publikum weiß Bescheid. Wenn du da hinten deinen Körper stellst. Wisst ihr nicht? Nee. Wirklich nicht? Nee. Die Dinger sind falsch rum drin, die Buchsen. Die decken das Lager nicht ab. Die sollen das Lager abdecken. Ja, natürlich. Die müssen anders rum. Ja, vollkommen richtig. Kommt da Dreck drin. Komm mal raus, komm mal rein. Ist ja nun kein großes Ding, aber muss hier gemacht werden. Richtig. Sollte schon so sein. Dennis macht immer so Sachen. Also weiß man eigentlich schon immer, wenn Dennis sagt, kümmere dich mal den Dämpfer, weiß man schon, entweder ist es für umsonst oder ist es besonders kompliziert. Besonders komplikativ. Nein, jetzt war es ja weder umsonst noch kompliziert. Na doch, du hast umsonst bestellt, umsonst war es aber.
Heute? Nein. Hallo. Ja. Wie geht's? Ja, gut. Bist du dick eingepackt? Ja. Ist kühl. Also kalte Füße. Ist hast kühl. Du auch kalte Füße? Ja, nein, ist okay. Er bewegt sich ja auch, ich stehe ja nur. Ich bin nicht so sensitiv. Und Leder, sieht aus wie der Marshmallow-Mann, aber... darf ich gehen, oder? Nein, vielleicht nicht. Ich habe von Gesetzen gar keine Ahnung. Doch, ganz viele, wie man sie bricht. Ja, das ist kein Gesetz, das ist Hausverwaltung. Das sind die Briefe. Und das ach die ja, na, das ist Hausverwaltung, da musst du machen, die haben Hausrecht. Ja. Von drei Rädern. Ich weiß. Ja, ungefähr drei Räder. Ich nehme das weg. Ja, dann also pack das einfach daneben, unternehmen. Ja, guck so mal, oder hier. Ich gehe jetzt auf alle Fälle nach oben und werde mich auch aufwärmen. Schau noch mal in einer anderen Wohnung vorbei. Da liegt jetzt natürlich kein Feuerholz, kein Holz mehr nach. Das ist auch Quatsch. Licht aus. Meine Frau macht gerade sauber und die war gerade aus. Wie sie da auf der Erde rumhoppt, so from behind. Ein kleines Mini-Röckchen könnte sie noch anhaben beim Putzen. Das wäre noch verlockender. Aber sie hat eine Schwangerschaftshose an. Keine Ahnung. Da müsste eigentlich deinen Arsch sehen. Aber man sieht da noch lange nichts. So, ich mach mal Feierabend für heute. 17 Abendbrot und das war's. Und dann habe ich 7 Stunden Videomaterial zu sichten und zu schneiden. Das ist eine Menge. So, ich beende das heute. Ich bin total durchgefroren. Oh, ich bin froh, hier zu Hause zu sein. Und morgen geht's wieder weiter. Gut, also wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao, alles Gute, schlaft schön, bleibt gesund. Bis dann.